Ich habe folgenden Beschluss des revolutionären Konvents zu verkünden. Louis Charles Capet, der Sohn des verstorbenen Louis Capet und seiner Witwe Marie Antoinette, wird für immer von seiner Mutter getrennt. Um ihn ihrem schädlichen Einfluss zu entziehen, wird er in eine Einzelzelle verlegt und von einem Mann des Volkes umerzogen. Was? Sie haben wohl andere Pläne mit Ihrem Gefahren. Er wollte der Mutter das Kind nehmen. Ein Beschluss jetzt von